In diesem Video geht es um den Gleichrichtwert und der Gleichrichtwert ist jetzt ein betragsbildender Mittelwert. Und jetzt wollen wir uns speziell in diesem Video den Gleichrichtwert vom Sinus, also von einer Sinuswechselspannung angucken, weil das wird auch jetzt in der Elektrotechnik am häufigsten verwendet. Und jetzt mal hier eine Sinuswechselspannung dargestellt und davon jetzt der Gleichrichtwert würde jetzt so aussehen, dass wir jetzt hier solche zwei positiven Wellen haben, weil Betrag heißt, klar, aus der Mathematik, der Betrag macht alles positiv, heißt hier diese negative Spannung werden positiv gemacht. Und das erstmal so die Vorstellung, das seht ihr auch nochmal hier rechts im Bild dargestellt. Und dann will ich jetzt mal hier den Gleichrichtwert herleiten. Jetzt erstmal ist die Schreibweise U1 von t, jetzt hier mit Betragsstrichen links und rechts und dann hier die Schreibweise und dann betragsbildender Mittelwert, Stichwort Mittelwert. Die allgemeine Formel für den Mittelwert ist ja 1 durch t mal Integral von und dann halt das Signal, das wir haben. Jetzt in unserem Beispiel Wechselspannung ist dann hier U dach mal Sinus Omega t. Ja, U dach halt immer hier der Spitzenwert und dann mal Sinus Omega t, allgemeine Form der Wechselspannung. Das erstmal hier Mittelwert und dann hier betragsbildend, also noch hier die Betragsstriche hier drum. Das erstmal die Ursprungsformel und dann können wir das jetzt hier schrittweise vereinfachen. Und zwar können wir jetzt erstmal sagen, dass wir ja hier jetzt nur bis t halbe betrachten. Also vorgestellt, ein ganzer Sinus ist ja eine Periode dauer t, also auch hier eine Periode dauer t. Und jetzt wollen wir eben nur eine halbe Periode betrachten bis t halbe, weil wir brauchen ja hier auch nur die positive Halbwelle. Deswegen hier Integralgrenzen 0 bis t halbe und dann haben wir davon jetzt eben zwei Halbwellen, deswegen hier nochmal 2, also 2 mal 1 durch t ergibt 2 durch t. Mal das Ganze, das ist der erste Schritt und dann können wir jetzt hier erstmal das Integral bilden. Das Integral von einem Sinus ist ja minus Cosinus, deswegen hier minus Cosinus Omega t, jetzt gilt ja bei der Integralrechnung auch, dass wir 1 durch die Ableitung rechnen müssen, also 1 durch Omega, deswegen dementsprechend noch durch Omega. Dann hier noch die Integralgrenzen und dann können wir jetzt noch das U dach jetzt nach vorne schreiben, weil da das ist eine Konstante, da passiert nichts, deswegen können wir schreiben 2 mal U dach durch t. Dann weiter können wir jetzt sagen, dass Omega hier 2 Pi durch groß T ist, also hier von Omega 2 Pi durch groß T eingesetzt. Und dann im nächsten Schritt können wir jetzt hier ein bisschen vereinfachen. Und zwar können wir jetzt hier sehen, 2 Pi durch groß T. Jetzt können wir uns vorstellen, wenn wir jetzt hier quasi so ein Doppelbruch haben, dann kommt das groß T nach oben, gilt Mathematik Doppelbruch. Und nach oben bedeutet, die groß T können wir hier hinschreiben oder auch hier hinschreiben. Und dann, wenn wir jetzt die groß T jetzt hier oben hinpacken, dann kürzen sich die T und T raus. Deswegen hier das groß T will weg. Dann hier haben wir durch 2 stehen, hier mal 2, also das 2 und 2 kommen weg. Und dann steht hier durch Pi, das Pi können wir nach vorne packen. Also erhalten wir jetzt hier auch U dach durch Pi. Und dann haben wir jetzt hier quasi das Pi auch weg, also U dach durch Pi mal und dann minus Cosinus und dann 2 Pi durch groß T mal T, wie wir sehen, mit den Integralgrenzen. Und dann können wir jetzt hier schon direkt, also ich habe es jetzt mal ein bisschen schneller gemacht, dann können wir jetzt direkt schon im nächsten Schritt hier die Integralgrenzen T halb und 0 einsetzen. Jetzt erstmal ist ja bei der Integralrechnung, dass wir jetzt hier die obere Integralgrenze einsetzen, also hier T halbe für klein t eingesetzt, sehen wir hier, ist dann minus Cosinus 2 Pi durch groß T mal T halbe. Und dann jetzt rechnen wir minus das Ganze eingesetzt mit der unteren Grenze, also minus 0 eingesetzt. Und dann sehen wir jetzt, dass hier steht minus und dann minus Cosinus. Also haben wir dann minus minus Cosinus ist plus Cosinus. Deswegen hier schon direkt geschrieben plus Cosinus. Und dann eben 2 Pi durch groß T mal und dann für klein t 0 eingesetzt. Erhalten wir dann jetzt diese Form. Und dann können wir jetzt noch sehen, dass, wenn wir jetzt das mal genauer gucken, hier können wir ein bisschen was streichen. 2 und 2 können wir streichen, t und t können wir streichen. Wir halten jetzt minus Cosinus von Pi und jetzt erstmal ist ja Cosinus von Pi minus 1. Kann man ja auch hier in so einem Einheitskreis sehen.
jetzt Cosinus Pi ist ja, dann hier liegt der Zeiger links, ne, weil Pi ist ja 180 Grad. Das heißt, hier haben wir minus 1, Cosinus ist immer ankathet im Einheitskreis. Vielleicht könnt ihr euch das so besser vorstellen. Und dann minus Cosinus von D, also minus 1. Das heißt, minus minus 1 bedeutet, das Ganze hier ist dann plus 1. Und dann plus Cosinus, jetzt hier irgendwas von 0 ist Cosinus von 0. Cosinus von 0, oder auch jetzt im Einheitskreis vorgestellt, Cosinus von 0 Grad ist halt hier ein Zeiger, der hier liegt. Und dann im Einheitskreis ist ja immer der Cosinus die Ankathete, wäre dann hier 1, also dann plus 1. Und dann sehen wir halt, es kommt raus, U-Dach durch Pi mal 1 plus 1 ist 2, also insgesamt 2 U-Dach durch Pi. Das ist dann jetzt hier speziell der Gleichrichtwert beim Sinus. Und jetzt füge ich mal hier noch den Gleichrichtwert bei einem Dreiecksignal und einem Rechtecksignal allein. Jetzt seht ihr mal die zuhörigen Formeln und genau will ich es jetzt nicht hier herleiten, weil man betrachtet das nicht so oft. Nur streng genommen könnte man jetzt auch da die zuhörigen Formeln, die ihr seht, genau hier nach dieser Art herleiten. Nur, dass wir dann eben nicht den Sinus hier einsetzen, sondern die entsprechenden Signalformen. Dann könnte man es genauso herleiten. Deswegen davon abgeleitet die Formeln. Seht ihr nochmal hier. Oh ja, dann verlinke ich jetzt noch hier ein paar Videos zum Effektivwert und Formfaktor und anderen Werten. Und ich verlinke jetzt noch kurz meinen Mathe- und Chemie-Kanal. Da mache ich auch noch Lehrvideos. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Und das war es dann damit zu diesem Video.